88% meiner Zuschauer haben kein Abo. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und nehmt als Dank die Glocke mit. Und wenn euch das Video gefällt, zeigt es mit eurem Daumen. Ach, und wenn wir gerade schon dabei sind, folgt mir auch auf Instagram, Facebook, Twitter und Twitch. Danke für euren Support. So, Quizfrage. Wem gehört dieses Raumschiff? Den Aliens. Und welches Alien? Und aus welcher Serie? Deine Mutter. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Vegeta? Freezer? Ja. Warte, ja. Ich habe zwei Sachen. Freezer. Ja, okay, da hätte ich es jetzt gewusst. Nächste Quizfrage. Wie viele Formen hat Freezer? Keine Ahnung. Er macht da mit einem Finger eine ganze Stadt kaputt. Kennst du den? Naruto. Ruffy. Was viele Narutos? Die Diskussion gewinnst du nicht. Ich will mit deiner Meinung wissen. Boah, keine Ahnung. Also, da enthalte ich mich. Kennst du den? Schweigen. Nee, kennst du auch nicht. Oh Mann. Immer diese Anfänger. Ja, und somit herzlich willkommen zu Jump Force. Wie ihr schon gehört habt, ich habe mir professionelle Unterstützung geholt. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich konnte es nicht mit ansehen. Also, was? Gerade Jump Force, einer der Spiele, wo viele Animes sich überschneiden. Ja, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, One Piece bin ich bei knapp Folge 200, Naruto habe ich eigentlich nur quasi das Ultimate Ninja Storm 3 gespielt. Dragon Ball bin ich bei Folge 50 oder so. Wobei man dazu sagen muss Dragon Ball, nicht Dragon Ball Z. Und du hast halt quasi alles. Du hast Dragon Ball, Dragon Ball Z, One Piece bist du aktuell, Naruto hast du durchgeschaut. Was ist sonst noch alles drin? Fairy Tail weiß ich jetzt nicht so Fairy genau. Fairy Tail ist nicht drin, aber Bleach ist mit drin. Den, wo man als letztes gesehen hat mit dem Apfel, das ist Death Note gewesen. Aber es gibt ein Anime, den habe ich komplett angeschaut. Und der ist auch mit drin. Und ist One Punch Man. Also ich hab's ein bisschen drauf. 12 Folgen. Ja, ja, aber ganze Anime. Bei One Piece, die müssen ja übertreiben mit 800 plus. Und noch nicht mal zu Ende. 873 Folgen. Ja, bis jetzt. Ja, schätzt die Story ungefähr bei 70%. Also dauert noch ein bisschen. Trotzdem. Schon allein, dass Dragon Ball Z nicht geguckt hast. Ja, ich wollte eben klassisch mit Dragon Ball anfangen und nicht irgendwo mittendrin oder so. Ja. この町もすっかり廃墟になりましたね。皆さん、なかなかの仕事ぶりです。
強大な力を持つ別世界から現れた敵と彼らと共闘する者たち。デノムズによって世界は壊滅的なダメージを負う。絶望の闇が世界を覆えば必ずそこには希望の光も生まれるのだ。 おつれの姿が見えませんね。目を止めるのは俺一人で自分だ。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことおめえが決めんな。諦めの悪い人ですね。では死になさい。くっ、しまった。おお、かわいそうに。 あなたが避けるからですよ。しっかりしてください。ナビエーター、バイタルチェックを。了解しました。心肺機能低下、出血多量。このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。やむを得ない。意識が戻ったようですね。 今、あなたはフリーザの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今からあなたをヒーローとして蘇らせます。ナビゲーター、再構築シークエンス起動。了解しました。そう、 okay, dann erstellen wir mal unseren Charakter. Also ich bin weiblich. Was? Dann Typ A ist Son Goku, Typ B ist Ruffy und Typ C ist Ninja, also Naruto. Da ich Ruffy ziemlich liebe, nehme ich eine Piratin. Es ging aber jetzt schnell mit der Auswahl. Ich hätte gedacht, du brauchst schon ein bisschen länger. Die Entscheidung ist mir in der Hinsicht leicht gefallen, was ja eigentlich noch nicht wirklich was zu tun hat. So, da stand dran eben, dass genau Typ A ist eben so Kraft, Typ B ist alles und Typ C ist so auf Geschwindigkeit. Deswegen, ich bin lieber der Allrounder. So, Körper. Richtig. Warte, achso. Das macht nicht so viel aus. Nö, so viel jetzt nicht. Also von minimal auf maximal schon, aber weil es ja in der Mittelstellung war, auf maximal, ja, okay. Also nur so zur Info, sie hat den Controller in der Hand, ich mache das gerade nicht. Wobei bei mir wäre es wohl auch nicht anders gewesen. Ja, also ich meine, so viel macht das nichts aus. Jetzt nicht so, dass ich es in die Kategorie edgy stecken würde. So, Haare. Wind? Glatze, ganz hübsch. Sehr nice. Nein, ich finde die ganz toll. Die sind schön. Guck mal mit Haarband. Das ist auch süß. Das sind so aus verschiedenen Charakteren, also schau. Das ist zum Beispiel C18, die Frisur. Oh, achso, Entschuldigung, das sagt dir natürlich jetzt nichts. Also das ist aus Dragon Ball. Die könnte ich aber können. Boah Hancock aus One Piece. Ja, aber eigentlich bin ich ja noch nicht so weit. Oder Boah Hancock kam eigentlich noch nicht. Nee, also schon, kommt erst. Der Name hier sagt mir was, aber und die? Richtig gesehen nicht. Die Frisur? Hat aber so ein bisschen was aus Naruto. Ja, und wem gehört die? Sasuke. Ja, sag super. Gib mir ein bisschen Zeit, ich muss ein bisschen überlegen. Ich denke mal so, oh, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann verärgere ich vielleicht irgendwelche Leute. Aber im Grunde habe ich es irgendwie schon gewusst. Ich finde rote Haare geil. Aber lila ist auch geil. Weißt du, was wir dann machen? Wir machen einen Übergang. So. Und dann kann man sich aussuchen, wie tief das rein soll, das Lila. Das sieht eigentlich auch cool aus. Ja, das sieht hübsch aus. Mehr. Nein, nicht übertreiben. Guck mal, die hat ja lange Haare. Nur ein bisschen mehr. Ja, so, dass man... Das ein bisschen mehr. Nein. So, mehr lasse ich mir nicht reden. So. Okay, jetzt die Augenbrauen. Ja, ganz wichtig. Die Augenbrauen. Ich finde, die guckt mir ein bisschen zu ernst. Also ich möchte was... So sieht es eigentlich ganz niedlich aus, oder? Brauchst du aber noch dann so Klubschaugen oder so? Komm ja noch. Ich finde die süß. Und die Farbe passt mir auch. Das sieht super aus.
Die Ohren, da ich lange Haare habe, interessiert es mich ein bisschen wenig. Das sieht man kaum. Die Augen, die Form von den Augen. Finde ich die eigentlich ziemlich passend? Guckt sie voll eingebildet. So. Ich bin hübsch, du nicht. Mach Augen zu. Ja, geil. Boah, okay, viel zu gruselig. Oh, das sieht auch hübsch aus, oder? Ja, kann man auch lassen. Die sieht hübsch aus. Echte Pupille. Kann man das Auge... Also hier sind deine Glubschaugen. Boah, das Alter. Ist gruselig. Ja, von der Farbe her nicht so. Alter, noch mit Schwarz. Das sieht, also irgendwie hat das auch was Cooles. Wenn man dann noch das Rot machen kann, das ist auch geil, oder? Also es passt jetzt vielleicht nicht hier zu unserem Charakterbild, aber in einem anderen Masch sieht es dann vielleicht schon ganz geil aus. Welches Masch? Ich finde also normale Augen. Ja. Also Katzenaugen sehen, glaube ich, auch nicht so. Guck mal her. Nee, das... Also normale Augen. Die mittleren oder die großen? Mach mal die kleinen. Ich würde sogar so machen. Groß finde ich jetzt auch ein bisschen... Okay, dann nicht. Und ich finde die weiß passt irgendwie mega. Okay. So. Jetzt die linke Seite genau gleich, oder? Ich habe überlegt... Auch mal schwarz draus machen. Ein weißes und ein schwarzes. Weiß nicht, wie das aussieht. Mal reingucken. Weiß ich nicht. Oder ob man gleich, dann machen wir gleich. Machen wir erstmal gleich. Kann man vielleicht noch ändern. Gleiche oder auch Farbe? Nicht. Entweder gleich oder welche wirklich verschiedene. Nö, machen wir gleich, oder? Zwei weiße Augen. Ich finde weiß Hammer. Sieht richtig cool aus. Die Nase, die passt, oder? Ja, kleines Stupsnäschen. Mund und Kiefer. Würde ich jetzt auch nicht ändern, also. Das sind immer so Sachen, da sind so mega kleine Feinheiten drin, aber sieht doch so im Groben ganz gut aus, oder? Passt. Merkmale. Das sind. Die sind die von Naruto? Ah, Kiefer. Weißt du, von wem das? Nein, du weißt es nicht. Aber, ja, von wem war das? Was? Sagen wir aus welchem Anime? Naruto, wie schon genannt. Auch Naruto, okay. Das ist alles jetzt Naruto. Achso. Jetzt wäre es One Piece. Guck, die Narbe ist zum Beispiel ja die von Ruffy. Und das müsste Son Goku sein, zum Beispiel das Majin Bob, das Zeichen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, von wem die anderen sind. Aber hier bei Naruto, guck, das sind die... Nee, das war doch ganz links. Sind doch die von Naruto. Jetzt bin ich nach unten gegangen. Ich bin schon ganz links. Nein, du kannst schon eins nach links. Hä? Nein, das ist... Nein, in jetzt nach links. Dann hoch, nochmal hoch. Das sind doch die von Naruto eigentlich. Der hat doch eigentlich drei, der hat doch nicht zwei Striche. Ja, okay. Das hast du gemeint. Ja. Mann. Eiber. Schau mal. Das sieht cool aus. Mega gespürt. Ein bisschen jetzt zu viel, finde ich. Warte doch mal. Ich bin auch gar nicht fertig. Wie rot willst du es hier einer auf Ronda Rousey machen? Oh, guck, so leicht. Ja, ich finde es eher so als wie so ein blaues Auge, nur dass es halt nicht blau ist, sondern rot. Aber es ist ja auch dein Charakter. Also. Du spielst gerade mit deinem Leben. Sag ich dir klipp und klar hier. Aber wieso machst du Schattierung auf minimal, dann wird's dunkler? War ein bisschen seltsam, oder? Boah, ich finde das süß. Das sieht süß aus. Ansonsten mag ich eigentlich nichts. Nein, es gibt keine Sterne. Was wir machen können, wäre ein Bart. Ja, geil, Alter. Voll die Transe. Oh, wenig Bärte eigentlich. Vielleicht gibt es bei den Männern ein bisschen mehr, wenn man Mann will. Stimme! Oh. Passt nicht. Nein. Nein. Zu hoch. Nein. Nein. Zu tief. Nein. Nein. Oh mein Gott. Das wurde noch höher. Oh, die steht zu hoch. Wischt die? Ja, kann man machen. Jawohl. Ich fand jetzt die 6 auch nicht so schlimm, aber die Beispiele waren auch so ein bisschen blöd. Wow. Ja, weißt du, wenn sie so schreit. Die schreit immer so. Nur lieber die 8. Das passt besser.
Wollen Sie einen Namen eingeben? Ja. Und wir nennen uns nicht Fuzzi. Aber... Nein. Aber... Oh. Mein Name nehmen. Heißt du wirklich so? Jamko. Heißt du wirklich so? Ja, nein. Steht vielleicht. Steht in deinem Ausweis. So. Vielleicht tue ich es später mal umstellen, wenn es geht. Nee, zum Glück nicht. Verdammt. Wollen wir online spielen? Eigentlich wollte ich mal Story machen, oder? Oder was hat das mit online zu tun? Dann machen wir erstmal Kampagne. Und dann machen wir die Welt fertig.